Hallo ihr Lieben, ich bin Sandrea aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ja, ich will heute zum Endspurt von diesem schönen Journal kommen. Und ich habe heute ja bei Teddy diese tolle Feder gekauft, eine Feder, Federkugelschreiber. Und der kommt mit zu diesem schönen Journal. Also heute machen wir die letzten Sachen da drinne und dann ist es abreisebereit. Und zwar nehme ich mir jetzt hier noch mal so ein paar Buchseiten raus. Ups. So, dann habe ich ja hier noch so allen möglichen Kram, was ich mal so zusammengepackt habe. Oh, da fallen schon die Federn raus. Und das werde ich jetzt verwenden. Und ich werde hier meine Papierrestekiste, da werde ich auch noch mal so gucken, was da so Schönes drin ist und werde jetzt ein paar Pockets arbeiten. So, dafür gucken wir mal, das kann mal zur Seite, die beiden Sachen, die dann ja da mitkommen. Und ja, dann werde ich mal gucken, wo ich hier gleich mal so eine Pocket einarbeiten werde. Das machen wir doch hier gleich mal bei diesem Orangen. So, dafür suche ich mir jetzt ein Papier aus, was ich toll finde. Und hier habe ich ja noch so schönes Vellumpapier. Da können wir so eine Pocket machen. Wahrscheinlich doch Vellum kann man auch reißen. Das finde ich schön. So, und dann mal gucken. Genau. Das kann ich schon so lassen und so arbeite ich jetzt die Pocket ein. Und dafür nehme ich jetzt hier aber doppelseitiges Klebeband. Bei diesem, weil das eigentlich gut klebt. Und dann nehme ich jetzt so ein dünnes. Und auch beim Pocket einarbeiten, da mache ich jetzt gar nicht so viel drüber nachdenken, sondern ich gucke einfach, was habe ich hier und versuche das dann einzubauen. So. Genau, das kommt hier mal zur Seite. Ich muss mal gucken, ob ich diesen Kasten hier so ein bisschen zur Seite packen kann, wenn ich hier genügend Platz habe. Upsala. So. Wie wollte ich das denn jetzt hier reinhaben? Ja. Ach, na toll. Wollte das. So mal haben. Genau. Das ist doch richtig. So. Okay. So, das ist ja jetzt ein bisschen leer. Nehme ich erstmal so ein Stück Buchseite. Und dann nehme ich mir jetzt ein Fingerschwämmchen. Ich nehme wieder meine Lieblingsfarbe hier, Espresso. Und das färbe ich mir so ein bisschen ein. Habe ich falschen, hier einen falschen Dings genommen? Das kann sein. So. So, dann kann das da auch schon mal auf. Das mache ich jetzt mit Kleberolle. So, dann habe ich hier auch noch
so ein schönes Band. Das habe ich mal von Karin Jittenmeier. Das ist hier so ein Textilklebeband. Das mache ich hier nochmal so immer drauf. So, mal gucken, was kommt denn dann noch drauf. Dann habe ich hier schöne Motive. Da schneide ich mal schnell mal eins von aus. Das ist natürlich auch nicht die richtige Schere zum Ausschneiden. Und auch anständig machen, ja. So. Geht auch gleich viel besser. So, und das setze ich mir hier noch mit drauf. Aber dafür werde ich das hier noch mal so ein bisschen einfärben, den Rand. Sonst sieht das aus wie frisch ausgeschnitten. Das ist ja nicht so schön. Das wirkt dann nämlich schon gleich ganz anders. So. Das ist hier so ein richtig doll klebendes Klebeband. So, dann habe ich den da mit drauf gemacht. Und mal gucken, habe ich denn noch was hier, was da noch so drauf kann. Jetzt habe ich hier dann noch ein bisschen Schnur hier. Und alles Mögliche drauf. So. Ne. So. 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 Mache ich hier noch mal so eine Schleife an. Drauf, an die Seite und jetzt mal gucken, womit ich das drauf mache. Dann mache ich das wieder mit meinem Alleskleber, der hier alles klebt, drauf. So. Genau, das muss jetzt ein bisschen trocknen. In der Zwischenzeit schon mal das Stempelkissen wieder zumachen. Und dann habe ich ja diese tollen Aufkleber gekauft. Und ich denke mir mal, da passt auch noch eine auf. Die habe ich von Teddy. So. Nehme ich den mal mit dem Mond hier. So eine Ecke. So, dann haben wir schon mal so einen Pocket fertig und da passt jetzt schön was rein. Und da gucke ich mal in dem alten Buch hier. Das ist ja das entkernte Buch. Das kann man ja dann die Seiten auch gut gebrauchen. Gucke ich mal jetzt, ob ich da eine schöne Seite finde, die vielleicht hier so reinpasst. Mal sehen, Kapitän. So. Mal gucken. Ja. Da gucke ich dann immer so ein bisschen durch, was da so passt. Viele Motive kann man davon auch gut verwenden. Das ist doch schön hier, diese beiden Seiten. Dann ist da schön was Wissenswertes
auch noch über Kakteen drinne. So, jetzt mal gucken. So, das 106. So, mach so 103. 104. So, da geht das so weiter. Ja, okay. Bearbeite ich mir jetzt hier nochmal und bereite ich hier nochmal so ein bisschen ab. Ein bisschen interessanter aussehen. Muss man dann natürlich gucken, dass man nichts von der Schrift abreißt, dass man das auch lesen kann. Also denn, wenn ihr die Bücher dann entkernt habt, wo ich die Sachen noch benutzen. So, gefällt mir das nämlich besser, als wenn es so ganz gerade drin ist. Und das mache ich hier mit dieser Seite auch. Schön, das zum Durchlesen mit drinne im Journal. So, das ist bestimmt gar nicht so uninteressant. So ein bisschen über die Kakteen. Blaue Wolfsmilch. Das ist großdornige Wolfsmilch. Genau, es gibt also verschiedene Arten von. So, jetzt muss ich wieder mein Färbeblatt haben. Habe ich ein neues gemacht und dann brauche ich eine Bürste. Die muss ich mal holen. Die stehen nämlich jetzt woanders. Ach, da oben. So. Und da färbe ich jetzt auch so ein bisschen die Ränder ein. Stempelkissen hier. Oh, sollte noch nicht zugehen. Wo war das jetzt? Da. Ja, aber es trocknet. Ist schon getrocknet, die Schleife. So. Und so sieht das einfach ein bisschen interessanter aus, wenn man die da so, wie sie sind, reinmacht. Auch noch. Kommt noch den Rest aus der Bürste rausholen hier. So. Und dann kann ich sie falten. Und dann stecke ich die beiden hier rein. So, das war einmal das. So, jetzt brauche ich noch mal ein Prägefolder. Ja, mal gucken, welchen wir da nehmen. Das ist irgendwie so ein Schritt oder so. Ja, wir können auch den wieder nehmen hier.
Da ist ja auch vorne schon drin. So, muss ich mal kurz einen Briefumschlag holen. Bin gleich wieder da. Da bin ich schon wieder. So. Okay. Und den präge ich mir jetzt einmal durch. Habe ich hier so einen dicken, fetten 3D-Präger. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht kaputt geht, der Umschlag. Aber letztes Mal hat das ja gut geklappt. So, jetzt haben wir schon mal runter. Der ganze Kasten hier. So. Einmal durch die Medi. Ist der Briefumschlag geprägt. Wollen wir den noch so ein bisschen auf alt tragen. So, ich kann wieder weg. Kann ich jetzt einfach mit Stempelfarbe erstmal rüber. Das ist so cool mit diesen 3D-Prägefoldern. Mal so coole Sachen mitmachen. So. Aber drin soll er ja auch nicht. Da wäre ihn ja mit dem. Na, das brauche ich nicht. Das klebe ich ja fest. So. Okay. Dann mache ich auf den Rand damit. Dass er richtig schön alt aussieht. So, dann werde ich auch ganz bisschen Gildingwachs aufmachen. Und ich habe gestern beim Aufräumen noch so einen Deckel gefunden. Da habe ich die Schale nicht mehr für. Und keine Ahnung, wo die geblieben ist. Dann habe ich gedacht, das ist doch ein gutes Ding, wo ich denn den Wachs erstmal raufmachen kann. Und auch wenn ich das hier für Aquarellfarben kann ich das auch nutzen. So, mal gucken, noch ein bisschen die Schrift. Das sieht so cool aus. So, und hier auch noch mal so ein bisschen. Hier hatte ich jetzt ein bisschen viel drauf. Aber es macht nichts. So. Genau. So. Genau. Ich da schon mal drauf. So. Ah, diese Tücher, das ist immer schön, wenn man die so hat. So. Das packen wir mal hin. Das kann ich vielleicht gleich nochmal benutzen. So.
Und jetzt bin ich am Überlegen, so kommt der rein, da auch tatsächlich noch eine Feder ranzumachen. Ja, das ist ja doof, aber ich könnte eine zweite Feder, genau. Das mache ich, dass ich da so eine zweite Feder raufsetze. So. Dafür nehme ich dann diesen Kleber jetzt hier. Den Alleskleber. Weil dann hält sie auch schön. Und setze ihn praktisch auf diesen Steg in der Mitte. So. Da noch mal drauf. So. Mal trocknen. Genau, und jetzt kann hier was. Müssen wir mal gucken, wo wir sie jetzt reinsetzen im Journal. Schöne Pocket drinne. So, mal gucken. Ach, der passt doch hier gut rein. Ne, der muss die so rein. Will ja nicht falsch rum rein haben. Genau, mache ich die so rein. Und da mache ich das jetzt so, dass ich das jetzt klebe hier. An und setzt das hier ran. Genau, wenn man jetzt die Seite umschlägt, kann man das jetzt hier aufmachen und kann hier was Schönes reinmachen. Und ich finde es total cool, dass da jetzt so eine echte Feder auch drauf ist. Sie bewegt sich richtig, wenn man das so ein bisschen aufschlägt. So, das war das. Und jetzt können wir aber noch mal gucken wegen so. Nächste Pocket, ach so, das wollte ich ja auch machen. Also eine so eine Tüte basteln. Und da mache ich das jetzt auch wieder. Die haben wir ja geprägt vorher. So. Und da färbe ich sie jetzt auch ein. Ja, wie gesagt, ich muss unbedingt das Stempelkissen auffüllen. So, und auch immer so von der anderen Seite. So, dann ist hier schon mal so ein bisschen eingefärbt. Jetzt können wir uns auch überlegen, was machen wir da drauf. Da mache ich wieder erstmal so ein Stück Buchseite drauf. Ich bräuchte dieses hier, was da schon, angefärbt war. Und gehe hier nochmal so ein bisschen rüber. Und das klebe ich hier schon mal rauf. So, das war das. Dann mal gucken. Ich mache mal meinen Kasten wieder hoch hier. Ich habe
sein, dass ich einen Kram drin habe. So. Und da gucke ich mal, was ich denn so habe, was da so zupassen kann. Hier habe ich nochmal so ausgestanzte Fenster. Genau, und das kann ich so, dann kann man das so aufmachen. Das klebe ich da auch nochmal so drauf. So. So. Das in der Mitte ich auch Kleber aufgemacht. So. Das ist ein schönes Fenster und mal gucken, was ich da noch so, dann noch hier so schönes Anstandsteil, auch noch so eine schöne Ecke, die setze ich dann auch noch mal rauf. Ja, wo ist sie hin? Da. Und so habe ich die Tüte auch gestaltet. Und in die Tüte kann schon mal was rein. Da packe ich da schon mal so ein Billerchen rein, die ich jetzt so grob ausschneide. Und das macht so viel Spaß. So. Dann gucke ich mal, was ich hier noch so habe, was da vielleicht rein kann. Ja, hier ist noch so ein schönes Naturpapier. Von. Muss mal gucken, wo das so reinpasst. Das passt ja hier ganz schön rein. Und da bin ich jetzt am Überlegen, was ich damit jetzt mache. Habe ich das jetzt so reinsetzt? Genau, das werde ich jetzt so reinsetzen. Und zwar, dass das so Taschen, das ist so eine Tasche wert. Mal gucken, ob das mit dem Stanzer geht. Okay. Ja, genau, dass man da sowas reinschieben kann. Das mache ich jetzt mit Flüssigkleber, damit das dann richtig schön hält. Ich habe gestern meine Schublade aufgeräumt und das nicht mehr ertragen. Ja? So. So. Also ich mache die Journal ja auch immer so,
dass ich denke, dass sie funktional sind. Also so, dass man noch jede Menge Möglichkeiten hat, Bilder einzukleben, reinzuschreiben. Also das ist ja immer so meine Art. Aber ich glaube, das macht auch jeder anders. Also jeder hat ja so sein Stil, muss man so sagen. Und den habe ich ja auch. Ich habe ja auch meinen Stil gefunden. So, das ist so eine schöne Spitze. Die habe ich heute mitgenommen. War Teddy. So, genau, die setzen wir da auch noch drauf. Und ich arbeite also unheimlich gerne im Journal eben halt mit diesen alten Buchseiten. Da reiße ich mir jetzt nämlich auch nochmal wieder ein Stück ab. Ich dann da noch einarbeite. So, da will ich dann gleich die Spitze drauf haben. Jetzt gucke ich noch mal, ob ich noch ein schönes Motiv habe hier. Ja, siehst du, hier ist noch so eine alte, so ein Art Gemälde. Das sind ja so die Sachen, die ich von La Planche habe. Habe ich auch schon ganz lange. Gesundheit. Danke. Ja, bei uns steckt irgendwie gerade wahrscheinlich irgendwie so eine Erkältung drin. Aber ist auch kein Wunder, wie gesagt, weil wir ja, so das passt doch sehr schön hier drauf, weil wir, also ich jedenfalls, in der Schule, hatte ich ja euch schon öfters erzählt, ich sitze ja am Fenster. Und das Fenster ist ein Doppelfenster, was denn auf ist. Und die Tür ist auch auf von der Klasse. Das heißt, ich sitze genau zwischen Tür und Fenster. Und heute war das dann so, ups, nicht festkleben, heute war das dann ja sogar so, dass das so geregnet hat, dass ich da saß und sofort eine Husche abgekriegt habe. Also habe ich in der Schule mal kurz geduscht. Ja, und ich habe zwar dann auch schon Sachen an und auch eine Wolldecke, die ich mir dann so rummachen kann, aber es ist trotzdem die Frage, wie lange das Immunsystem das so mitmacht. Ich muss gucken. So, das mache ich jetzt hier so rauf. Das finde ich schön. Und da werde ich auch wieder einfärben. Die geschnittenen Kanten hier. Kann das auch so ein bisschen aufräumen, aber ich weiß nicht, wo ich mein Distresser hingepackt habe. Das sieht dann auch noch richtig gut aus, wenn das dann so ein bisschen aufgeraut ist. Ja, toll. Aber ich habe ja meinen Lappen hier noch liegen. Ich fahre mit dem da rein, nicht mit dem Finger. So. So, am Wochenende komme ich dann mal wieder dazu, ein paar Fragen zu beantworten. Wie gesagt, ich lese eure Kommentare alle. Aber ich lese sie dann auf meinem Handy oder auf meinem Tablet. Und beantworten tue ich das immer auf meinem Surface. Da habe ich eine Tastatur und ich schreibe ja 10 Finger blind. Und das schaffe ich dann immer nur am Wochenende, den anzuschmeißen. Und dann da reinzugehen. Aber ich lese sie immer. Und freue mich immer. Ihr seid so lieb einfach.
Ihr seid wirklich eine tolle Gemeinschaft an Abonnenten, muss ich sagen. Und ja, wir haben ja auch die Facebook-Gruppe, die lädt jetzt richtig auf. Wenn ihr Lust habt, kommt rein. Ich schreibe das wieder hier unten hin und auch in der Infobox findet ihr die. Ja, die wächst richtig schön. Wir haben da Gruppenregeln, dass sich auch jeder wohlfühlen kann. Und genau, kommt da rein. Und das ist eine schöne, wirklich eine schöne Gruppe. So, mal gucken. Hier kann ich auch noch mal so ein bisschen hier abreißen. So, das klebe ich hier oben noch rein. Und wieder so ein bisschen mit Farbe arbeiten. So, dann kommt das da oben auch hin. So ist wieder eine Pocket fertig und ich gucke mal im Buch wieder, was ich da noch mal rausnehme und da reinpacke. Das mache ich mit euch zusammen. So. Kann das wieder trocknen in der Zwischenzeit. Muss ja immer erstmal ein bisschen zur Seite räumen, damit ich auch das Buch hier auflegen kann. Platz hier. So, mal gucken, was wir dann noch so Schönes drin haben. Ja, vielleicht noch mal so ein paar schöne Bilder drin haben. Ja, ich werde mal die beiden Herren hier ausschneiden. Und da ist da auch schon wieder was zum Dekorieren. Lass mal, wer das ist, das lasse ich da mal dran. So. Und den netten Herrn auch. Adolf von Bayer, 1835 bis 1970. Foto Deutsches Museum München. So. Mal gucken, haben wir noch einen netten Herrn, der noch zu kann. Wenn ihr so alte Bücher braucht, ach, das sieht doch auch gut aus. Rüssel von Rosenhof. Dann nehme ich die ganze Seite und packe die da rein. Einfach mal so in eBay Kleinanzeigen gucken. Ganz oft ist das so, dass solche Bücher verschenkt werden. So, dann können die da schon mal. Ach so, das war jetzt nicht so schlau von mir. Ach, dann klebe ich das hier rum. So, so gut, genau. So, dann die beiden Herren da schon mal rein. Und der nette Herr kommt da auch rein, eine Beschreibung. So, dann muss ich jetzt aber knicken, sonst kriege ich ihn da nicht rein. Naja, soll ja auch ein bisschen alt aussehen. So. Genau. Nun ist in dieser Pocket auch was drin. Und ja. Und dann können wir hier hinten nochmal. Da können wir auch nochmal eine machen. Machen wir mal hier. So, mal gucken, ob ich den. Die so ein bisschen zusammen mache. Mal sehen, was habe ich denn hier noch Schönes? Hier habe ich noch solche alten Dinge. Das finde ich passt besser. Das ist hier so Vellum. Genau, und das mache ich nämlich jetzt so. Da ist nochmal gucken, ein schönes Motiv. Mal sehen, hier habe ich ja auch so meine Schatzkiste, dass ich
ich da mal so alles, was ich mir so... Ich meine, eine Zeit lang habe ich mal so alles ausgeschnitten. Auch süß, ne? Warte, das passt da ja noch nicht so rein. Also, jetzt mal gucken, es ist noch nicht so das, was ich gerne eigentlich möchte. Nee. Das finde ich gut. Das kommt da rein. So. Ja, dann werden wir mal diese Seite kurz zu Ende gestalten. Und dann bin ich auch soweit durch damit. So, das mache ich jetzt erstmal so, dass ich das so da rein mache. Jetzt mal gucken. Ja, ist richtig rum. Und zwar mache ich das jetzt wieder mit diesem Teaser. So, hier wird das jetzt wieder schön durchsichtig, dass man es nicht mehr sieht. Auf Schwarz geht es nicht. So habe ich das denn bis da. Auf Schwarz sieht man das, habe ich festgestellt. Aber hier sieht man das gar nicht. So. Und noch ein Stück hier oben hin. So. Gut. So, das ist doch schon mal richtig gut. Dann kann man das nämlich, so, das mache ich jetzt noch mal. Fest eingebaut und dann kann man hier Bilder reinmachen. Und dann mache ich hier noch mal das raus, aber auch hier fehlt ja noch mal so ein bisschen Buchseite. So, ich muss jetzt erstmal so ein paar Sachen hier wegpacken, weil sonst habe ich hier keinen Platz. So, das war ausgeschnitten, das kann jetzt mal weg. So. Ihr könnt zum Beispiel auch aus diesen alten Buchseiten was so ausstanzen, Schmetterling ausstanzen. Also das geht auch total gut. Gibt auch einen schönen Effekt. So. Ja, das reicht noch hier, dass ich einen Pinsel drin habe. So. So, das kleben wir da erstmal rauf. Ja, und so kann man so alles, was man so an alten Sachen hat, kann man dann alles so miteinander verbinden und so aufeinander setzen. So, und jetzt kommt da noch mal die Kamera rauf.
Ich weiß gar nicht, ob ich die Sternschablone überhaupt noch habe. Die ist ja cool. Kann sein, dass ich die noch bei meinen ganzen Sachen habe. So. So. Genau, und damit ist das fertig. Mal sehen. Ja, da passt doch bestimmt auch noch irgendwie rauf. Genau, da können wir noch mal so einen draufsetzen. So. So, damit ist das jetzt fertig und kann jetzt in Etsy rein. Es kommt denn dazu ein richtiges schönes Paket mit Material. Da wird dann drin sein Spitze, alte Buchseiten, Papier zum Zerreißen, also solche Sachen, Motive werde ich da reinmachen. Also, dass ihr auch genügend habt, um das richtig toll zu gestalten. So, und jetzt gehen wir da einmal so durch. Und ihr seht auch, wenn man das, wenn man anfängt, das zu bebasteln, dass das so langsam, aber sicher auch ein bisschen dicker wird. Also, das hat schon eine richtig schöne Größe. So, und dann kommt noch mal das beides dazu. Das kommt ja noch dazu. Einmal die Feder und die Schmetterlings hier, diese, das Lesezeichen. So, und nun blätter ich einmal noch mal durch. Hier ist das ja so, dass man die Seite hier so aufklappen kann. Und hier kann dann das reingesteckt werden. Ich finde das sehr schön geworden. Hier habe ich jetzt die Pocket eingearbeitet und was reingesteckt. Und dann sind natürlich viele Seiten jetzt, die beschrieben oder gestaltet werden wollen. Hier sind dann auch Aquarellpapiere drin, sodass hier drin auch gezeichnet werden kann. Hier ist der schöne Umschlag mit der Feder, der dann auch gefüllt werden kann. Hier ist dann nochmal Sonnenpapier dabei. Und hier auch nochmal so ein Papier. Da kann man dann alles so Pockets draus machen, wie man das gerade braucht und möchte. So, und die Seite, die war ja auch ganz toll geworden. Da haben wir ja die Seite einmal so, dass wir sie so umklappen können. Und wir können sie auch aufklappen und können dann da was reinmachen. Und damit sie da nicht so durch die Gegend flattert, habe ich sie ja hier mit zwei Klammern befestigt. So, dann ist hier die eine Tüte gestaltet. Hier sind dann schon mal die ersten Motive drin, die ihr dann hier drin weiter verbasteln könnt. In jeder Signatur sind ja vier Stück, ist immer ein Aquarellblatt. Da hatte ich euch ja auch mitgenommen, wie ich das gemacht habe. Und hier ist ja schön so eine Pflanzenkunde drin. So, hier ist wieder so ein Blatt drin. Hier auch wieder so ein Blatt. Das könnt ihr dann auch, wenn ihr wollt, so knicken. Und da habt ihr eine kleine Pocket. Oder klebt da Fotos drauf. Das geht ja auch alles. So, dann haben wir ja diese Tasche, wo die netten Herren jetzt drin sind, gemacht. Dann ist hier schon gestaltet. Ihr seht, wie viel Papiere da drin sind zum Beschreiben. Dann ist ja hier der tolle Käfer. Hier ist der, kann man auch noch mal was verstecken. Hier sind diese Bänder. An den Bändern könnt ihr auch so Charms dran machen. Da kriegt ihr auch, habt ihr auch welche mit im Paket, die ihr euch denn daran machen können, die euch gefallen. So. Und hier ist dann jetzt nochmal dieses Vellum, die Vellum-Karte, die hier drin ist, wo ihr auch überlegen könnt, was ihr denn da so schön rein macht. So, und hier hatten wir jetzt hinten noch einmal den schönen Schreib, nicht Block, sondern
Schreibunterlage, die ihr dann runter machen könnt. Und dann könnt ihr ganz toll mit diesem super schönen, mit dieser super schönen Feder als Kugelschreiber da drin arbeiten. Ja, also ich finde das cool geworden. Also mir selber gefällt das. Ja, man kann ja auch nicht immer jeden Geschmack treffen. Das ist einfach so. Es ist ja auch gut so. Stellt euch mal vor, jeder hätte den gleichen Geschmack. Dann würde es wahrscheinlich nur einen YouTube-Sender geben, der denn das macht, was auch alle anderen machen. Dann macht es ja gar keinen Sinn, einen zweiten YouTube-Sender zu gründen. Also ist das schon gut, dass das unterschiedliche Geschmäcke gibt. So, ihr Lieben, wie gesagt, das kommt in Etsy rein. Ich denke mir mal, das werde ich morgen machen, das werde ich heute nicht mehr schaffen. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schaut mal in unseren Etsy-Shop. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox und da könnt ihr dann direkt reingucken. So, ihr Lieben, das war's erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.